Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Schönbaufolge bei Transportfieber. Ja, hier in unserem schönen Spandau. Wir werden heute mal ein bisschen weiterbauen und wir werden mal schon mal die ersten Namen eingeben. Und zwar, die Station nennt sich Berlin-Spandau. So, dann haben wir ja dort hinten unseren Streso-Bahnhof und den nennen wir S. Streso. So sieht das aus. Ja, ich habe leider eine Modifikation geöffnet und das Spiel war weg gewesen. Ich musste nochmal neu beginnen, aber wir haben ja noch nicht so viel erreicht gehabt in der letzten Folge. Sieht alles identisch aus wie vorher. Habe jetzt hier aber andere Gleise verbaut, also die schnelleren. Müssen wir mal gucken, ob wir das hier vielleicht nochmal ein bisschen kürzen, dass man wirklich die 40 km/h nur hier vorne sozusagen macht, wo die ganzen Weichen sind und danach schon schneller wird, denn ja, müssen wir schauen. Wie gesagt, hier ist unser Stresower Bahnhof, die beiden Gleise. Hier haben wir 4 Gleise für Regional und ICE. Und jetzt habe ich hier schon mal ein bisschen geguckt, weitergeguckt, wie das funktioniert. Und zwar gehen wir von hier, gehen wir ungefähr, ja, so in die Richtung raus, dass wir hier irgendwo hier oder hier, hier, da oder so irgendwo den Bahnhof starten haben. Können wir eigentlich so eine Fabrik abreißen? Leider nicht. Eigentlich stört die mich, aber gut, wir können es nicht abreißen. Ist nicht so schlimm. Ja, wie geht's weiter? Ich habe geguckt auf der Karte. Wir brauchen hier noch ein zusätzliches Gleis, denn hier wird ein bisschen was mit Güter passieren. Und ja, so sieht's aus. Deswegen müssen wir hier. Ah, das reicht wieder nicht, wa? Müssen wir hier jetzt snap daran. Das ist einfach nur ein Gütergleis anscheinend. Oh, blablabla. Warum nichts wollen? Ah, jetzt, okay. Was einfach hier am Bahnhof mit dran hängt. Wollen wir das dran hängt haben oder wollen wir da. Oder wollen wir eins dazwischen Luft lassen? Nee, komm, wir lassen eins Luft. Wir lassen ein bisschen Luft. Und dann fährt der Güterverkehr sozusagen hier dran vorbei. Genau. Haut das hin. Oh, das funktioniert. Ich bin ja begeistert. So, genau. Das ist halt noch ein zusätzliches Gleis, was am Bahnhof sozusagen vorbeiführt. Ja, und dann geht's von dem Gleis auch gleich hier runter in Richtung Streso. Ne, nicht Streso, Richtung Starken. Kommen wir hier irgendwie rein? Oder raus? Muss doch irgendwie zu schaffen sein. Ja, gucke mal. Kriegen wir da noch einen schöneren Bogen vielleicht hin? Ja, guck mal. So. Und dann kommen wir nämlich hier hin. Ja. So soll das aussehen. So sehe ich das zumindest auf der Karte. Dann geht der hier raus, geht dort rüber. Läuft. Funktioniert. Ja. Ich möchte euch natürlich auch noch ein paar andere Mods zeigen. Und nicht nur hier Gleise bauen wie ein Verrückter. Ach so, wo geht denn das gute Stück hier denn wieder rein? So. Gucken wir eben mal auf die Karte. Ja, das sieht so aus, als wenn der hier irgendwie rangeht. So, machen wir das mal und dann geht er hier irgendwie irgendwann am Bahnhof Streso geht er rein. Puh. Machen wir einfach mal hier so. Zack. Und zack. Genau so ist das.
Ja, sieht ganz cool aus. Warum auch immer dann die Güterlinie auf die ICE-Linie, aber naja, was soll's. Ist halt so. So sehe ich das zumindest auf der Karte. Und hier gehen wir da lang. Und hier gehen wir weiter Richtung einmal Falkensee. Und einmal müssen wir irgendwie noch die Gleise kreuzen. Denn da geht's dann nach Starken. Da müssen wir mal gucken, wie wir das hinkriegen. Ja, aber wie gesagt, ich wollte euch auch noch ein paar andere Sachen zeigen. Und zwar als erstes mal, das kann wieder weg und das kann weg und das kann weg. Warum kann das weg? Da kommen nämlich, weil hier ist die S-Bahn vorbei, die fährt nicht mehr weiter nach Falkensee oder sonstiges. Hier ist Pumpe mit der S-Bahn. Deswegen bauen wir hier Depots hin. Die können wir nachher gebrauchen für, nehmen wir die gelben? Ja. Einmal Depot und zack. Nein, nicht Fahrzeuge, du Nase. Und zweite Mal. Die können wir nämlich dann nachher benutzen, um die S-Bahn fahren zu lassen. Und das Gute ist, es gibt ja sogar Berliner S-Bahnen hier im Game. Das ist sehr, sehr geil. Sehr, sehr geil. So, weiter geht's im Programm. Wir sind ja hier noch gerade unterwegs. Und ich würde sagen, jetzt geht's nicht mehr gerade, sondern, also gerade ja, aber runter. Denn wir müssen irgendwie hier rüber. Das sieht ganz okay aus, sage ich mal. Dann haben wir das Gleis und dieses Gleis. Bin echt mal gespannt. Können wir da nicht ransnappen? Da können wir ransnappen. Dann ziehen wir hier so eine Whoop. So eine Whoop. So eine Whoop oder so. Das Problem ist, was heißt Problem? Was ich jetzt gerne machen möchte, damit ihr auch wisst, was ich hier tue. Wir brauchen, ach nee, ich hab's ja falsch schon gemacht, ich Nase. Ach, du kriegst die Tür nicht zu. Müssen wir nochmal abreißen, das ist kein Problem. Wir bauen das erstmal so. Vielleicht reiße ich das alles nochmal ab und, oh nee, das sieht ganz doof aus. Und bearbeite das alles nochmal. Wie gesagt, es wird ja ein Schönbauprojekt. Und dann soll das auch schön aussehen. So, und euch beide nehmen wir wieder weg. Warum, werden wir gleich sehen. Denn ich brauche. Wo war das Ding? Unter Bahnhof, glaube ich. Flying irgendwas hieß es, glaube ich. Da ist es. Flying Junction. Genau. Zwei Gleise oben, zwei Gleise unten. Läuft. Und dann machen wir das Ding hier hin. Haut das hin. Einigermaßen. Oh, da haben wir schon wieder so einen blöden Huppel drin. Ändert sich das, wenn wir hier noch ein Stück geradeaus gehen? Geradeaus. Geradeaus. Und jetzt das Ding dahin. Ja, das gefällt mir, glaube ich, besser. Naja. Naja. Ach ja, das Spiel und seine Gradlinigkeit. So, klappt das jetzt? Ich glaube, das sieht ganz gut aus. Ja, das sieht doch mal ganz gut aus.
So, und jetzt müssen wir mit den anderen beiden Gleisen, weil die fahren nach Starken, irgendwie in die Höhe kommen. Jetzt ist natürlich die Frage, weil wir hier anlegen. Ich glaube, da haben wir uns eigentlich schon quasi wieder ein Bein gestellt, dass wir die Gleise hier angelegt haben. Ich sag ja, schön Bauprojekt. So schön wie es ist. Aber wir werden des Öfteren nochmal was abreißen müssen. So. Gerade hier runter. Haben wir. Und du kommst jetzt hier ran. Zack. Und zack. Dann kommt ihr auch weg. Gerade. Gerade haben wir. So. Hau das hin. Sieht ganz gut aus. Und jetzt nochmal das gute Flying Dying. Oh, okay. So, jetzt können wir nämlich mit dem Gleis hier rüber wandern quasi. Und dann da hochgehen. Wenn es denn hinhaut. Irgendwie. Nein, immer noch nicht. Warum denn Kollision? Jetzt. Da hat er wieder eine Kollision. Dann machen wir mal so. Dann nehmen wir nämlich einen schönen Bogen. Was halten wir denn davon? Geht das? Nein! Abreißen. Abreißen, 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 abreißen. Schauen wir mal, wie es aussieht von hier. Und von hier. Ja, jetzt funktioniert das sehr schön. Jetzt funktioniert das sehr schön. Ja, so wollte ich das haben. Dann geht nämlich Starken hier lang. Müssen wir dann irgendwie mal gucken. Mal schauen. So, aber das scheint schon mal zu funktionieren. Hervorragend. Hervorragend. Gut, euch wollte ich aber noch was Schönes zeigen. Und zwar machen wir hier nochmal ein bisschen was schön. Ganz klein hier. Und dann hier diese Lücken auffüllen. Zack, zack, zack. Dann haben wir nämlich hier alles relativ glatt. So. Das ist doch schon mal ein Anfang. Ja, und jetzt gibt es hier so eine Spraydose, die habe ich gefunden. Die war hier unter Objekte, glaube ich, irgendwo. Hier. Hier, genau. Da kann man so ein bisschen Sand mit, ja, irgend so ein Unkrautgedöns. Man kann Schnee. Man kann auch irgend so ein Kieselsteinchen, so nenne ich es mal. Hier kann man auch so eine Sandkieselgedöns. Hier haben wir Asphalt. Und hier noch so ein bisschen Gras sozusagen. Wir nehmen mal den Asphalt. Und jetzt kann man das einfach hier zwischen pinseln. Und guck mal, dann ist die Wiese weg. Dann ist die Wiese nämlich weg. Und ja, das sieht aus wie so, ja, Gleisbett. Schönes Gleisbett. Sand, Asphalt, Gedöns. Ja, wie gesagt, die Mod nennt sich Spraydose. Und ich finde, das sieht doch schon eher aus wie ein Gleisbett sozusagen. So, hier können wir auch noch ein bisschen was machen. Hier alles, was so ein bisschen zum Gleis noch gehört. So, man kann das, wenn es nicht gefällt, auch wieder löschen. Seht ihr, dann geht es wieder, wenn man natürlich genau die Mitte trifft von dem Ding. Und dann geht das wieder weg. Ja, finde ich ganz interessant. Damit werde ich auch viel, viel arbeiten, denke ich mal.
Hier vor allem immer in diesen Zwischenräumen und so weiter und so fort. Aber das mache ich dann mal, wenn ich sozusagen nicht ein Video aufnehme. Guck mal, hier kommen wir auch noch. Das ist halt wirklich Schönbau Deluxe. Und darauf habe ich richtig Bock, wenn man hier alles noch glatt macht und so weiter und so fort. Und hier dann so ein richtig schönes Gleisbett erfindet sozusagen. Ja, sieht das nicht schön aus? Ich finde, das hat was. Gut, Richtung Starken könnten wir jetzt hier gehen. Und jetzt gibt es hier so eine Gütersache, sage ich mal. Hier so einen kleinen Güterabstell. Ja, Rangierzeug. Das werden wir aber ein bisschen größer bauen. Auf der Karte sieht das sehr klein aus. Wir werden es aber ein bisschen größer bauen. Da werde ich mich dann auch nochmal mit beschäftigen. Wie wir das genau denn hinkriegen. Auf jeden Fall sieht das so aus, dass wir irgendwie natürlich wieder die Höhe hier haben. Da werden wir mal kurz planieren sozusagen. Das auf die gleiche Höhe bringen hier. Das ist wirklich eine hammergeile Verbesserung zwischen Train Fever und Transport Fever. Dass man hier wirklich, also ohne Probleme, einfach Sachen, aber wirklich ohne Probleme, hier hochkriegt vom Gelände her. Das war ja bei Train Fever meistens immer ein Kampf und wir sehen, wie schnell das funktioniert hier. Und ja, jetzt sieht das so aus, als wenn hier irgendwie das so ist. Und irgendwie hier so gerade ist, so ist. So, und puh. Dann geht es irgendwie in so eine heftige Kurve. Ja, irgendwie so. Und dann geht hier ein Rangiergleis sozusagen raus. Und dann geht irgendwie hier eins raus. So. So, so. Und dann geht irgendwie nochmal eins hier raus. So. Haben wir hier schon mal ein Rangierfeld. Und das finde ich sehr, sehr cool. Ja. Und dann geht das. Irgendwie geht das denn hier gerade? Gerade. Ich sag gerade, das Ding müsste hier eigentlich abgerissen werden, aber ist nun mal so, wie es ist. So, und hier gehen wir irgendwann wieder rein, so wie es aussieht. Hier irgendwie. So, und irgendwie jetzt hier rein. Geht das? Jawohl. Scheint zu funktionieren. Dann kommt das hier, dann kommt das hier. Das geht irgendwie dann hier wieder rein. Machen wir mal hier hin. Dann geht das Stück hier wieder rein. Dann geht das Stück hier wieder rein. Und als letztes geht dieses hier rein. Sieht das gut aus? Wir bauen das mal. Oh, mehr schlecht als recht. Da werden wir nochmal Hand anlegen. Ja, so glaube ich, kann man das erstmal lassen. Oh, hat was. Ja, so sieht das erstmal hier aus. Ihr seht, es wächst und gedeiht. Und so sieht das irgendwie roundabout auf der Karte aus.
Ich möchte hier aber anscheinend wirklich doch ein bisschen mehr Industrie haben. Denn ich will ja hier auch ein paar Güter-Rangierlokomotiven fahren lassen. Und vielleicht auch ein Depot bauen. Eine Halle bauen und so weiter und so fort. Also hier werden wir irgendwie noch ein bisschen vom Realismus weggehen. Aber so sieht es erstmal gar nicht so verkehrt aus. Gut, so viel zu dieser Folge. Ja, ich hoffe, euch macht's immer noch Spaß. Also mir macht's tierisch Spaß, mal immer so ein bisschen links auf die Karte zu gucken und so ein bisschen in Richtung Realismus zu gehen. Natürlich, alles kann man natürlich hier zu 100% in diesem Spiel nicht realisieren, aber zumindest mal so ein bisschen. Und so ein bisschen finde ich es gar nicht so verkehrt. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn wir weiter basteln. Und vielleicht können wir ja schon ein bisschen hier rangieren. Müssen wir mal schauen, wie es ist. Die Stadt müssen wir noch weiter bauen. Hier kommt dann auch noch sozusagen eine Skyline hin. Da sind Spandauer Arkaden und wir haben ja hier Riesenhäuser. Mal gucken, ob wir das auch noch hinkriegen. Ja, wir kriegen das hin, Stück für Stück. Wir haben es auch in anderen Staffeln Stück für Stück geschafft. Ja, mir macht es wie gesagt tierisch Spaß. Ich hoffe euch auch. Und hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder fleißig dabei. Bis dann und auf Wiedersehen.